Nur ein Herzchen? Sprich. Wie geht's dir? Mein Planet. Was macht Ventidius? Dein Mond. Du sahst ihn? Ventidius? Hm? Der grüßt dich. So. Ach, du sahst ihn. Aus meinem Zimmer. Eben ging er fort. Ah. Zieh mich mal an. Nun? Ja, siehst du nichts? Nein, Tuschen. Nichts. Gar nichts. Nicht das Mindeste. Nein, in der Tat. Was soll ich sehen? Nun wahrlich. Wenn Varus auch so blind wie du, so war die ganze Mühe doch verschwendet. Geschmückt bin ich beim hohen Himmel, dass ich die Straßen Roms durchschreiten könnte. Ach, und Ventidius war bei dir? Ja, allerdings. Ah. Und zeigte mir am Putztisch, wie man in Rom das Haar sich ordnet, den Gürtel legt, das Kleid in Falten wirft. Schau, wie er göttlich dir den Kopf besorgt. Aber Tusschen, Tusschen, wie wirst du aussehen, Liebste, wenn du mit einem kahlen Kopf wirst gehen? Wer? Ich? Du. Ja? Wenn Marbot erst geschlagen ist, sie scheren dich so kahl wie eine Ratze. Glaub, du träumst. Du schwärmst. Wer wird den Kopf mir... Wer? Quintilius Varus und die Römer, mit denen ich alsdann verbunden bin. Die Römer, was? Ja, was zum Henker denkst du? Die römischen Damen müssen doch, wenn sie sich schmücken, hübsche Haare haben. Nun haben denn die römischen Damen keine? Nein, sag ich. Schwarze. Schwarz und fett, wie Hexen. Nicht trockne. Hübsche. Goldene, so wie du. Wohlan, so mögen sie. Der trifft gegrund. Wenn sie mit Hübschen nicht begabt, so mögen sie mit Schmutzgesicht behelfen. So. In der Tat. Da sollen die Kohorten umsonst wohl über den Rhein gekommen sein. Wer? Die Kohorten? Ja. Die Varus führt. Das muss ich sagen. Der wird doch um meine Haare nicht gekommen sein. Was? Allerdings. Hat dir Ventidius das noch nicht gesagt? Ach, geh. Du bist ein Affe. Und ich schwör's dir. Wer war es schon, der jüngst erzählte, was einer... Frau auf offener Straße begegnet. Wem? Einer Frau? Hm, das weißt du nicht mehr. Nein, lieber. Dass drei Römer eine Frau, meinst du, in Staub gelegt, urplötzlich, und gebunden? Nun ja, und ihr nicht bloß vom Haupt hinweg das Haar, das goldene... Die Zähne auch, die Elfenbeinernen, mit einem Werkzeug auf offener Straße aus dem Mund genommen. Ach, geh. Ach, lass mich zufrieden. Das glaubst du nicht. Ach, was? Ventidius hat mir gesagt, das wäre ein Märchen. Ein Märchen? So. Ventidius hat ganz recht. Wahrhaftig. Sein Schäfchen für die Schurzeit sich zu kirren. Nun, na, der wird doch den Kopf mir selber nicht... Ventidius? Ich stehe für nichts, mein Kind. Was? Er? Er mir? Nun, das muss ich gestehen. Du lachst. Es sei.
Die Folge wird es lehren.